Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Dead Space 2. Wir sind bei der letzten Aufnahme bis hier unten gekommen, haben dabei ein paar nette Typen gesehen, die meinten, sie müssten ihren Hals auf Durchzug schalten. Und ja, ich würde sagen, machen wir einfach mal weiter. Im stillen Galopp. Oh, das fängt ja schon wieder gut an. Hätte ich den Kopf abgehackt? Nee. Da hat sich fast das gesamte Fleisch vom Körper geschabt. Oh mein Gott. Hey, da lebst du noch? Okay, scheinbar lebt da doch keine mehr. Das war irgendwie klar. Ich hab's irgendwie gewusst. Das war so offensichtlich. Bei der letzten Aufnahme bin ich auch einfach weitergerannt. Und da hat mich das erwischt. Was war das? Ey, jetzt bleibt mir ganz Glas, ne? Ein nettes Städtchen hier erinnert mich irgendwie an SW Tor. Beziehungsweise Star Wars mit Coruscant. Das Vieh lebt ja noch. Wow! Was war das? Ach, das Vieh ist da hinten. Nein! Nein! Blöder Koffer! Jetzt kannst du... Nein! Krass! Meine Zielkünste waren auch schon mal besser. Nein! So. Be there on time. Okay. Ich bin da und es ist Zeit, mich hier runterzuholen. Hier ist doch alles dicht. Energiestörung. Ist hier irgendwo eine Batterie? Was? Was sind die aus Teil 1? Ah, die kenne ich noch. Böse Erinnerung. Böse. Was? Nein! Das war klar. Energie wurde wieder hergestellt. Jetzt, wo alles vorbei... Oh. Mist! Ach, das lasse ich mir aber jetzt nicht nehmen. Nee. Also komm. Nehme ich den. Entfernen. Oh ja. Oh, oh, oh. Okay. Jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Energie wieder da. Komischerweise, direkt nachdem die Monster platt gemacht wurden. Aufgabe erfüllt. Das finde ich schön. Ist der wieder auf diesem... Also versteht ihr die? Ich verstehe sie nicht. Das kann vielleicht auch an meinem Gelaber liegen, aber... Hier ist eine Haltestelle, du Penner! Okay.
Hallo? Wieso geht das Ding nicht auf? Get open, man! Ich wollte eigentlich nicht gucken, wie ich komme. Da habe ich aber nochmal richtig schnell geschaltet. Habt ihr das gesehen? Das war eine Reaktion! Wäre beinahe dieser arme Knilch verwandelt worden. Jetzt habe ich dich. Was? Wieso hat er sich trotzdem verwandelt? Du hast, nicht beschissen. Trugbild. Ich kann keine Stunde warten. Jetzt mach doch mal keinen miesen. Gibt's hier noch was Schönes? Irgendwie. Energie, ja. Wir sind auch bei den Gnies. Energieknotenmäßiges. Stasepack kann ich natürlich jetzt nicht nehmen. Ich, Depp, hab auch noch nicht mal meine Stase benutzt. Schande über mich. Schande. Okay. Ist eigentlich simpel, dass man hier hin muss. Weil der andere Weg da hinten dicht war. Aber sicher ist sicher. Wie viel Munition für Strahlenkanone habe ich jetzt eigentlich? 12. Und wie viel im Lauf? Oh. Ah ne, nur 5. Toll. Inventar ist voll. Och, das ist mir doch egal. Husch. Ah, ist das wieder diese Drehkacke? Rot, blau. Welche Unverfrorenheit, den Zug hier anzuhalten. Ach, das ist noch ein drittes Mal. Geht die Tür jetzt? Da hinten ist dicht, also kommen hier noch welche. Komm her. Verschwinde! Verschwinde, nein! Wieso kommen die alle jetzt hier? Ja, wir haben ein kleines technisches Problem, werte Fahrgäste. Aber das haben wir gleich. Wir sind ja Mechaniker. Oh, eh. Sapalot. Komm schon. Nicht wir schon wieder. Das war genau getimed. Das habt ihr doch gesehen. Genau getimed. Dann hoffe ich zumindest. Also wenn das jetzt ein paar Waggons weitergeht, dann ist das ja. Leute. Das ist aber nicht gut. Gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Wieso hänge ich? Wieso?
Hallo? Nein! Da ist ja noch einer! Nee! Ich kann dich gerade gar nicht gebrauchen. Renn! Oh, schneller, schneller, schneller! Ah! What the heck? Nein! Ich lebe! Dana, ich brauche eine neue Route. Was ist passiert? Ich dachte, wir hätten sie verloren. Ungeplanter Sturm. Wo bin ich? Wie sind Sie da hingekommen? Wissen Sie, es ist nicht die angenehmste Route, aber sie bringt Sie zum Wohnbezirk Cassini Tower. Verdammt! Kiteman hat Ihr Signal wieder. Gehen Sie weiter. Okay. Sie sind denen sehr wichtig, Isaac. Passen Sie auf sich auf, ich melde mich bald wieder. Straßenteil bräuchten. Also, mit dem Zug fahre ich auf jeden Fall nicht mehr. So viel steht fest. Ist hier überhaupt noch mein Loot? Da waren noch mehr. Das Ding hat mein Loot zerquetscht. Hier. Stasebag. Oh, immer diese Stase. Impulsgewehr. Ja, was schmeiß ich weg? Was hau ich raus? Weg damit. Cash brauche ich. So, wo geht's lang? Da lang. Also gehen wir erstmal hier. Okay. Kleiner Hänger. Hohohoho. Es zahlt sich doch immer wieder aus, überall rumzugucken. Habe ich dem viele Arm weggeschossen? Oder was ist das? Kommt her, ich erschlag euch mit meiner riesigen Fleischpeitsche. Pitsch! Komm, du musst peitschen. Pitsch. Der macht einfach nicht mit. Eine Speicherstation. Gott sei es gedankt. Und wie viel haben wir jetzt schon auf dem Buckel? Wie viel? Oh, das sehen wir ja jetzt nicht. Aber 53 Minuten hatten wir in der letzten. Okay, da ist was. Es klingt nicht schön. Ich bin der Checker. Oh. Die hat aber ganz schön viele Knochen draußen hängen. Das Vieh ist abgehauen, oder? Oder wo ist das hin? Das muss ja abgehauen sein. Gibt ja keine andere Methode. Hallo? Muss ich hier da lang? Dann schauen wir wie immer, wie gewohnt hier ist. The Galaxy's Best Candy. Schmackhaft. Und das hier ist der Kindergarten? Oder die Klinik? Holaran Transitknoten. Ein Shop! Nein, 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 ich habe nichts gehört. Wow! Nimmst du den? Nimmst du den mit?
Ey, das ist doch krank. Was haben die aus Kindern gemacht? Nein! Boom! Das sind doch Kinder, oder?